Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg hat sich Max Bechstein seinen alten Leidenschaften gewidmet. Diese galten der Südsee und auch dem afrikanischen Kontinent. Er malte eine Reihe von Südseeszenen, aber auch schöne Landschaften, auch schöne Stillleben. In diesem Stillleben tanzen ozeanische und afrikanische Skulpturen miteinander. Es ist also ein Stillleben, das keins ist. Es ist vielmehr ein tänzerisches Ritual. Die dialogische Ausrichtung dieser Ausstellung wird daran erkennbar, dass hier wiederum eine Statue aus Mali zu sehen ist, nicht im Bild. Im Bild ist eine Statue aus dem Kongo zu sehen, aber die Berührungspunkte sind da. Die expressionistische Reaktion auf die Kunst Afrikas.